Hi, servus, herzlich willkommen zum Ende des 19. Mein Name ist Andi. Wie immer freue ich mich, dich hier begrüßen zu dürfen. So, ich muss mal schauen, wie der Kollege hier klarkommt. Der hat nämlich einen leichten... Ja, keine Ahnung warum. Der stand irgendwie Geräteversatz 2,4 Meter seitlich. Und da ist mir so ein Strich einfach überhaupt nicht geglückt, ne? Aber jetzt sieht's aus, als könnte das funktionieren. Jawohl. Das schaut, glaube ich, ganz gut aus. So, machen wir hier den Starten, Endpunkte. Anzeigen, ja. Läuft. Gut, dann kann der fahren. Und ich komme einfach meiner Arbeit nicht nach. Er ist hier am... Er macht sein Ding, er weiß Bescheid. Er weiß auch, glaube ich, Bescheid. Hoffe ich auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall dann... Ja. Ich muss... mähen. Ne, viel wichtiger wäre... Pass mal auf, bevor ich mähe, mache ich hinten die Ballen fertig. Das mache ich mal als allererstes. Koppel ich den ganzen Schmarren hier ab. Falsch rum. Setz das kleine Gewichtchen. Das ist laut, ne? Das kleine Gewichtchen mit 3,3 Tonnen einfach mal ab. Krass, ey. Ich sag mal so, mein kleinster Drücker kriegt das Ding kaum hinten gehoben, ja? Und für den hier macht es einfach Sinn, das Teil vorne anzubauen. Geilo. So, nehmen dann die Presse mit. So, ich weiß, ich wollte alles am Stück machen, nur es macht mir jetzt, glaube ich, echt mehr Sinn, wenn ich hier drüben einsäen kann, beziehungsweise düngen kann und dann einsäen. Dann mähe ich weiter, weil mähen brauche ich echt nur drüber brummen und hier muss ich nochmal so ein bisschen mehr Arbeit ins Feld stecken. Da muss ich also schauen, dass ich hier parat komme. So, jetzt sind wir hier wieder da, wo ich eigentlich hin wollte, ne? Ewig hin wollte mit der Presse. Wir fahren 20 km/h. Höchstgeschwindigkeit von der Presse. Das war ja vorher immer so ein bisschen nicht möglich mit den kleinen Traktoren mit nur 270 PS. Und nachdem wie groß der Schwarter oder wie weit es bergauf ging, ging es hier rapide bergab. So, und hier kann man ruhig mit 20 km/h weiter brummen. Mega Mann. Einwandfrei, 20 km/h. Das ist brauchbar. Ich meine, ich finde es gut, dass die Maschinen laufen, auch wenn die minimal weniger Leistung haben, als die Maschinen angegeben sind. Die hier ist jetzt, glaube ich, mit 100 und mit ganz wenig 140 PS angegeben oder so, ja. Aber man merkt halt dann, sobald es irgendwo Leistung am Traktor fordert, dann ist halt nichts mehr los mit der Maschine, ne. Und da macht es dann echt Sinn, wenn man genug Leistung davor hat. Und die sollte ich ja jetzt optimal haben. Boah, geil, ey. Das, geil. Bin gespannt, wie viel Sprit der schluckt. Der verewigt durch ein Objekt blockiert. Das kann doch nur mein... ist der Rübenmensch. Ach Gott, wie grässlich. Muss ich auf jeden Fall nachschauen, da muss ich einen Daumen drauf halten. Sonst gibt mir das keinen hier. So, da schaue ich jetzt nach. Oh, ist das madig. Läuft auf jeden Fall gut. Und das läuft auf jeden Fall nicht so gut. Da vielleicht besser wäre, wenn ich den Cosplay-Helfer einschalte. So war das nicht geplant, dass ich hier alle zwei Reihen nachhaken muss. So, eine Maschine voll, Blinklicht aus. Nehmen wir mit. Hör doch mal auf da.
Jetzt aber. So, haben wir das auch wieder geklärt. Mein Plan war ja mit den Rüben, dass der komplett... Waren es Rüben oder Kartoffeln? Rüben. Dass der, dass ich das quasi komplett automatisieren kann. Nur irgendwie funktioniert es dann halt doch nicht so, wie es soll. Die Maschine hat halt auch irgendwie so einen leichten Hangausgleich, der dann verhindert, dass das Überladeband auf den Anhänger passt. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Aber nur so ein bisschen. Hey, das hier ist ein bisschen geil. Sieben, acht, neun Bahnen. Da könnte man dann ja mal so Spielereien machen, wie wenn es denn irgendwann mal einen neuen Schwader gäbe. Irgendwann gibt es diesen Bandschwader. Der kommt mir auf den Hof, der muss mir auf den Hof. Ich finde das Ding geil, ja. Und der würde halt Arbeiten einfach machen, wenn man damit viele Schwader beisammenlegen kann. Da könnte man ja irgendwann mal hier so eine Spielerei machen, dass man alle Schwader auf einmal zusammenpackt und dann mit der Presse drüber ballert. Gucken, was da passiert. Habe ich noch nie gemacht, ne? Also das Härteste, was ich hier durch die Presse gejagt habe, war echt... Ein Schwad von hier 14 Meter Mähbreite. Erntebreite. Viel mehr glaube ich noch nicht. Ja, 20 Meter halt. Klar, den Schwader links, rechts, natürlich. Oder in dem Fall dann links, links, ne? Klar. Also zweimal Schwaderbreite. Das war das Härteste. Wenn man sich dann echt mal. Weil ich mir die Mühe macht und hier 10 Schwader beisammenlegt, kommt man da noch drüber? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind schon mal 15% an dem Feld abgeliefert. Ich hoffe, der Kollege Cosplay-Fahrer oben, der kommt auch wieder zurück. Aktuell sieht es aus, als würde er da oben nur rumstehen. Ne, der fährt. Fährt der? Wollen wir es hoffen. Wir gehen mal davon aus, dass der alt genug ist und den Weg zurückfindet. Anderes bleibt mir gar nicht über, ne? Ganz schön laut. Aber halt auch einfach mega, ne? Wird immer noch ein bisschen feucht, deswegen. So ein Ding würde ich ja echt gerne mal fahren, ne? Wäre ja mal so ein Kindheitstraum. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das auch euer Traum wäre. Mal so einen richtig fetten Traktor zu fahren. Hätte ich mal Bock drauf. Am liebsten so ein Quad-Truck, so ein mit Bandlaufwerk und so ein Scheiß, ne? Riesiges Teil. Gleich mal schauen, was der Cosplay-Fahrer macht. Die sieht mir so verdächtig langsam aus da oben. Wie kommst du auf 10 km/h? Und warum befindest du dich in einem Wendemanöver? Interessant. Interessant, interessant. Hoffentlich schafft er es auf jeden Fall besser.
Hoffentlich schlägt er sich besser beim Abfahren, so meine ich das. Das macht doch vom Satzbau mehr Sinn. Hoffentlich schlägt er sich im Abfahren besser als auf dem Wendemanöver. Wendemanöver. Mach ein Idiot. So, was ich vorher alles mit dem LKW gemacht habe, mache ich jetzt mit dem 1000er Fendt. 1050. Fahr das Ding gar nicht so weit weg. Ohne Witz, ne, bevor der Case so ein bisschen verloren vorausgesehen hat. Jetzt passt's wieder. Ich meine, hier der Ballenladewagen, der ist ja kein kleiner. Ne? Ist ja echt nicht klein, das Ding. Und der passt jetzt so richtig gut hier vor. Also jetzt sieht das aus, als müsste das so sein. Vorher war das mal so ein bisschen so, ja, der Anhänger fährt mit dem Trecker. Jetzt muss das so. Ich ernte hier wieder das umgekehrt polnische System. Ne? Das hat wieder keinen Sinn, wie ich hier fahre. Im Endeffekt auch egal, Hauptsache der Mistkopf fällt und wird verkauft. In-game. Gute halbe Stunde noch. Dann ist auf jeden Fall zu dunkel zum für mich zu dunkel zum Zocken. Ich sehe da nichts. Mir macht das dann keinen Spaß zu spielen. Bis dahin habe ich noch viel Arbeit vor mir. Ja, es wird dann wieder so eine, ja, so eine Mega-Aktion. Also so eine spieltechnische Mega-Aktion für mich. Keine Ahnung, wie ich das meistern soll. Aber es braucht mich ja heute noch nicht zu interessieren. Kann ich mir ja morgen Gedanken drum machen. Kein Ding. So, erstmal hier wieder in Innenansicht. Fahren wir mal zur Scheune. Verkaufen den Scheiß. Ich hoffe, ich komme hier mit dem schweren Trecker genauso gut rund, wie das mit dem anderen ging, mit dem Case oder aber auch mit dem LKW. Ich kenne den Wenderadius hier von mir. Ja, der Super-GAU wäre natürlich, wenn ich das da mich komplett verkeilen würde. Und dann nachher immer in drei Zügen wenden müsste. Das wäre so. Na. Ups. Wäre so ein bisschen schlecht. Das sieht einfach mega fies aus, wie der Traktor rollt. Ne? Man sitzt da drin. Und unser Trecker kippt so hin und her. Das sieht ein bisschen fies aus. Das Wendemanöver ist immer ein bisschen tricky. Kriegt er genauso gut hin. Ansonsten wäre ich einfach, ich kann es jetzt mit der Maus zeigen, hier vorwärts hingefahren, rückwärts hier hinten rein und dann wieder raus. Überhaupt kein Problem. Kann ich ja immer recht gut. Ich glaube, da hatte ich mich auch schon mal drin verkeilt. In diesem Vorbau-Ding da. Kann mich entsinnen, das war nicht so geil. Aber wäre dann halt die Lösung gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. Das klappt aber doch richtig geil. Mega. Was mir bei der Front ein bisschen fehlt, ist... der Mittelknopf. Wisst ihr, was ich meine? Auf der Motorhaube ist normal immer irgendwas drauf, wo man sehen kann, wo die Mitte ist. Also, sau viele Traktoren haben das. Ich glaube, der Case auch. Wo ist er? Da. Mittendrin, da hier so diesen kleinen Knopf da, den da. Dass man halt sehen kann, wo die Mitte vom Trecker ist. Der fehlt mir hier komplett.
Der hat wohl sowas drauf, aber... Ach komm. Mach mal einen Trecker aus, bitte. Irgendwie sehe ich es nicht, ne? Hm. Bin bestimmt nur zu blöd dafür, das Ding zu sehen. Dass das Feld so spät abends fertig wird, ist mir eigentlich gar nicht mehr so lieb. Anfangs habe ich ja gesagt, war mir egal und muss ja eh gemacht werden, dann kann man hier mal und da mal ernten. Aber so spät ist mir echt... Weiß ich nicht. Oder ich muss das nächste Mal einfach früher mähen, dass ich direkt... ja, irgendwie mittags mähe. Ich möchte irgendwie kein Feld unbearbeitet lassen. Ne? Kann man das nachvollziehen, wenn ich sage, ich möchte nicht... Ich möchte nicht mähen. Einfach ein Haufen Geld ist, der mir verloren geht. Oder ich sag mal, ein Haufen Geld, den ich dann... Ja, verloren gehen ist blöd gesagt, aber den ich dann nicht einnehmen kann, der mir verloren geht. Natürlich ein Objekt blockiert. What? Also Fakt ist, die haben abgetankt. Dann möchte ich dazu mal nichts sagen. Wie und wo und warum? Mir vollkommen egal. Haben die gepackt, ist gut. Andere Kollege, der fährt ab. Kriegt dahin, diesmal auch Vollgas. Alles gut, läuft bei mir. Wenn ich ein schlauer Kerl gewesen wäre, hätte ich mir anfangs direkt einen Kurs eingefahren, zumindest von hier. Dass man sagt, okay, bis hierhin irgendwie läuft. Fahren wir einen Ballenverkaufen-Kurs ein, dann kann man jedes Mal immer wieder ganz toll Ballen verkaufen. In der Hoffnung, der packt das auch so. Das ist natürlich das nächste Ding, ne? Kann sein, dass ich jetzt den Kurs hier einfahre. Drüben meine mega Schleife fahre und dann der Crossplay-Fahrer sagt, Ella Bage, das klappt aber so nicht. So heißt, ich muss mir jetzt hier mega viel Mühe geben, dass ich hier nicht verkacke. Rim. Und dass überall genügend Platz ist, sollte normalerweise. Nee, warte. Rückwärts. Verköfen. Rückwärtsfahren beenden. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich mache das einfach mal so. In der Hoffnung. Krieg dahin. So, ich kann mir vorstellen, was da passiert ist. Da oben. Durchdrehende Reifen. Ich habe Wendemanöver auf 50 km/h gestellt. Also hat er jetzt versucht, mit 50 km/h abzufahren bis vorne hin. Dementsprechend wird es da oben aussehen. Ich bin gespannt, was da so ist. Kann nur gut sein. So, dann fahren wir mal so bis hier hin und sagen dann alles klar, danke. Das Ding nehmen wir dann. Halt. Was mache ich denn hier? Balken. Lön verkaufen. Vielen Dank. Und dann kann keinen Fehler feststellen. Gut. Ich werde das beheben. Und sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es dir gefallen hat.
weißt du ja Bescheid. Gerne Daumen nach oben, wenn du es noch nicht hast. Auf jeden Fall ein Abo da lassen. Da freue ich mich richtig drüber und kann sehen, dass es euch auch gefällt. Und schönen Tag. Mach's gut. Bis morgen. Ciao.